Es war ein Radduell der ganz besonderen Art. Da fährt der Tour de France Dritte Bernhard Kohl heute im Weinviertel um die Wette. Und zwar gegen niemand Geringeren als Landeshauptmann Erwin Bröll. Das Ganze war eine Wette, die die beiden auf der Bühne in Wolkersdorf unmittelbar nach Kohls triumphaler Rückkehr aus Frankreich abgeschlossen hatten. Und so hat die Wette ausgesehen. Das Rennen, das geht von Brölls Heimatort Radlbrunn nach Kohls Heimatstadt Wolkersdorf 60 Kilometer. Und Bröll ist mit einer halben Stunde Vorsprung gestartet. 25.000 Euro wurden jedenfalls für einen guten Zweck gesammelt. Und die Wette, die ist wenig überraschend unentschieden ausgegangen. Noch spielt das Tempo keine Rolle. Der Auftakt zur Tour durchs Weinviertel fällt gemütlich aus. Kein Wunder bei der Vorbereitung. Ich habe schon gehört beim Josef, dass du trainiert hast wie ein Hund. Ja. Ich wäre ein schlechter Konkurrent, wenn ich dem Bernhard jetzt vor dem Rennen schon meine Taktik verraten würde. Ausgiebig frühstücken, das ist Teil 1 der Taktik. Punkt 9:30 Uhr dann der Start von Erwin Bröll. Bernhard Kohl nimmt um diese Zeit die Eierspeis. Alles in Ordnung, ausgezeichnet. Wenn es so weitergeht, bin ich sehr zuversichtlich. Noch ein Teller Kaiserschmarrn für Bernie Kohl. Aber jetzt wird's eng. Bröll ist gut unterwegs, sagen die Informanten. Der Schnitt ist, glaube ich, bei 1:30, was er vorlegt. Und so muss ich schon über 40 fahren, dass ich noch irgendwie eine Chance habe. Punkt 10 startet Bernhard Kohl. Er legt, wie angekündigt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 43 Kilometern pro Stunde hin. Trotzdem ist es erst kurz vor Wolkersdorf soweit. Hast du damit gerechnet, dass es so knapp wird? Nicht bei Weitem nicht. Also, dass er so stark ist, ich glaube, im Sportler des Jahres habe ich jetzt einen schweren Gegner. 11.30 Uhr Zieleinlauf in Wolkersdorf. Sieger des Rennens, bedürftige Familien und Kinder, sie erhalten 25.000 Euro. Und das Ganze vielleicht am letzten schönen Radfahrtag. Jetzt kommt nämlich gleich der Wetterbericht, in dem uns ein Wetterumschwung prophezeit wird. Angenehmen Abend noch, auf Wiedersehen. Mit dem ORF Niederösterreich zum Benefizkonzert für das Europahaus Pulkau. Wo sonst die europäische Jugend den Ton angibt, spielt am 14. September die Militärmusik Niederösterreich auf. Köstlichkeiten aus der Gulaschkanone sorgen für das leibliche Wohl. Alle Einnahmen